Ja, der gestrige Montag, der war ein Schicksalstag für die Lugner Erben, denn um 9.30 Uhr, da waren sie geladen zum Erbantrittstermin zum Notar im 19. Bezirk. Geladen waren tatsächlich insgesamt 5 Personen, das heißt Witwe Simone Lugner, die Tochter Jacqueline Lugner, die beiden Söhne Alexander und Andreas Lugner und auch die uneheliche Tochter Nadine wurde dazu geladen. Tatsächlich vor Ort in Person erschienen sind nur 2 von diesen geladenen Personen, nämlich Simone gemeinsam mit ihrem Rechtsanwalt und auch Alexander Lugner mit seinem Rechtsanwalt. Jacqueline hat ihren Rechtsvertreter hingeschickt und die beiden anderen, die hätten gar keine Vertretung zu diesem Termin erscheinen lassen. Vor Ort wurde dann nochmals das Testament gelesen. Tatsächlich haben alle 5 zuvor eine Kopie des Testaments erhalten, um sich damit schon mal auseinandersetzen zu können. Und dann haben die vor Ort anwesenden Personen das Erbe bedingt angetreten. Zu viel habe dieser Termin allerdings nicht verändert, so heißt es. Es geht auch noch länger weiter, das heißt, dieser Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Simone Lugner geht auch davon aus, dass die Rechtsvertreter sich auch noch in den kommenden Wochen öfters zusammensetzen werden zu weiteren Gesprächen, bis das Ganze dann auch letztendlich abgeschlossen ist. Was auch ganz spannend ist, ist, dass dieser Termin gestern rund um das Erbe nicht in Bezug auf die Lugner Stiftung gewesen ist, sondern tatsächlich auf das Privatvermögen von Richard Lugner. Das heißt, Wertpapiere, Bargeldwerte, beispielsweise Immobilien oder auch Schmuck, der noch vorhanden ist. Und da hat sich auch eine klare Aufschlüsselung gezeigt, wer wie viel bekommt. Nämlich Simone Lugner erhält den größten Anteil mit einem Drittel insgesamt. Von dem Rest, der übrig bleibt, erhalten dann Jacqueline und auch Alexander Lugner je 22%. Und Andreas und Nadine, die erhalten jeweils 11%. Außerdem soll es so sein, dass Simone einen einstelligen Prozentanteil von der Lugner City erhalten wird. Jacqueline bekommt die Lugner Garagen GmbH und aber auch das Lugner Kino. Alexander übernimmt die Baufirma, Andreas erhält die Immobilien und Nadine bekommt die Aktien von Richard Lugner. Wie gesagt, es ist noch nicht zu Ende. Dieser ganze Prozess, der wird sich noch über Wochen hin weiterziehen, denn das Privatvermögen, das ist noch nicht zur Gänze berechnet worden. Das heißt, wie viel genau hier vorliegt, das kann man noch gar nicht sagen und vor allem eben auch noch gar nicht, wie viel diese Prozentanteile jeweils ausmachen. Allerdings wird es natürlich spannend weitergehen und wir werden die Lage beobachten.